Servus, liebe Leute, herzlich willkommen und schön, dass ihr einschaltet zu einer weiteren Folge Silent Hill 2 Remake. Ja, Leute, wir sind im Krankenhaus. Wir sind da angekommen in diesem berühmt-berüchtigten Krankenhaus mit diesen Schwestern, die tatsächlich auch im Film ja auch benutzt worden sind. Und wir sind auch schon einigen begegnet. Ja, wir sind dort, weil Laura da reingelaufen ist und wir suchen sie eigentlich noch. Und wir waren zu zweit unterwegs, aber Maria hat sich jetzt hingelegt. Die ist irgendwie müde. Sowieso alles weird irgendwie. Ja, machen wir mal da weiter. Machen wir mal weiter und versuchen mal da voranzukommen. Auf geht's. Okay, hier habe ich gespeichert. Ja, hier ist, da brauchen wir den Schlüssel eben, der hier ist. Und wir haben ein Bändchen schon geholt. Wir haben hier hinten ja noch dieses eine Rätsel, aber wir haben da auch noch gar noch nichts dafür. Ja, okay, wo gehen wir als nächstes hin, ist die Frage. Haben wir irgendeinen Schlüssel geholt? Also gut, Tastenfeld da oben und Behandlungszimmer können wir nicht öffnen, oder? Das ist noch rot. Oder können wir das Behandlungszimmer beim Schwesternzimmer öffnen? Vielleicht schon. Oder wir können das Tastenfeld vielleicht lösen. Das ist eine Möglichkeit. Wir können aber auch in den dritten Stock hochgehen. Da haben wir noch gar nicht geschaut und da ist D1. Vielleicht machen wir das, aber ich gucke auch mal kurz an das Behandlungszimmer. Nee, wir kommen nicht rein, ne? Also, Und das Tastenfeld auf der anderen Seite wird uns wahrscheinlich auch kaum weiterhelfen können, oder? Weil so richtig gecheckt habe ich da gar nichts. Hier ist wer. Und das ist nicht so cool. Es ist eine Schwester. Wir haben hier wieder eine Schwester. Oh mein Gott, habe ich dich nicht gekillt? Dafür befehlen sie nochmal. Da ist noch eine. Nicht gut. Oh nein. Scheiße. Ich schlag dreimal zu. Dreimal. Oh, der hat mich geblockt. Nochmal. Die wartet ewig lang. Bist du Margit oder was bist du? Verzögerungsking. Meine Güte. Das ist nervig, wenn du halt nochmal Sachen überprüfst und da sind Gegner. Oh. Okay. Ja, keine Ahnung. Geil. Hat mir nicht Oh, geil, Munition. Hä, war ich hier drin? War ich hier überhaupt jemals drin? Hier ist auch Munition. Im Aufenthaltszimmer der Ärzte. Ja, das ist das mit den kleinen Zettelchen. Ah, da unten im Erdgeschoss, der Aufenthaltsraum der Ärzte. Und da ist ein Kreis. Wahrscheinlich können wir da im Erdgeschoss durch. Okay, aber ich schaue trotzdem zuerst in den dritten Stock. Und außerdem ist das Schwimmbad noch gekennzeichnet. Das sollten wir auch mal anschauen. Schwimmbad klingt schon so gruselig. Bleib hier gefälligst. Also wenn ich der Charakter wäre, so brutal es auch ist, ich würde die Gliedmaßen entfernen, ey. Ja, dann sollen sie doch zum Leben zurückkommen, aber dann können sie nix. Hey, are you okay? Go away! Don't be afraid, I just want to talk. Warum haut die schon wieder ab, oder? Ei, ei, ei. Das heißt, da hinten, Laura, die wir gesehen haben, da kommen wir so leicht nicht hin. Wir kommen aber nach D1, wenn es denn offen ist. Ich höre was. Hier ist wer. Ich denke mal, hier in D3 ist jemand drin. Oder hier ums Eck. Das ist schwer zu sagen. Ah. Blöden Schwestern! Dreimal. Gott, still. Man kann abwehren. Es geht nicht, wie tapfer sie sind. Das ist kaputt. Scheiße. Alter, wie tough bist du? Die wollte einfach nicht umfallen. Die wollte nicht umfallen. Hier ist noch ein Gegner. Wahrscheinlich hier drin. Ja, da ist sie doch schon. Kommen Sie raus, bitte. Flucht. Da kommt sie.
Okay, das war schön. Wenigstens ein Kopftreffer. Das gibt's nicht. Erst wenn sie einen Hit gegeben haben, fliegen sie um. Erst da. Oh, seid ihr nervig. Trinken wir mal was. Ah, wir haben aber noch genug. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's hoch. Das kann doch gar nicht sein. Was braucht man denn hier? Ein Schlüssel. Okay, wir können hier nicht hin. Hier ist D2. D2 geht auf. Also D2. Und daneben ist D1. Was ist hier? Schreibmaschine? Was steht hier? Oh, Tag 1. Patient wurde zur Beobachtung verlegt. Unterernährt. Flache Atmung. Vermeidet Augenkontakt. Unruhig in Gegenwart des Personals. Panik bei dem Gedanken an Berührung. Tag 2. Patient verweigert feste Nahrung. Zwangsernährung mittels nasogastrischer Sonde. Also durch die Nase wird halt so ein Schlauch geschoben, damit das direkt in den Bauch geht. Serotonin-Antagonisten verabreicht. Aha, gegen Serotonin. Übelkeit und Erbrechen zu reduzieren. Also Zwangsernährung übelsterweise, okay. Tag 3. Patient wird zum Baden und Füttern fixiert. Also fixiert bedeutet festgebunden. Behandlungszimmer bitte entsprechend vorbereiten. Fortschreitende Unterernährung. Sauerstoffmangel. Irgendwas stimmt nicht. Und nicht mehr weitergeschrieben. Ach du Scheiße, das klingt wie ein ganz übler Fall. Moment, das ist nicht D1, aber hier ist ein Schlüssel. Inner Ward, 1F. Wo sind wir hier? Aha, wir kommen so in Untersuchungszimmer 4. Und die Tür ist offen. Ach du Scheiße. Wir kommen in einen anderen Bereich so rein. Hier kann ich jetzt aufmachen. Aber ich will eigentlich nach D1, weil das... Ah, wir müssen einen Code finden. Rechts, links, rechts. Wir sehen schon Pfeile, aber wir haben ja noch gar keinen Anhaltspunkt. Shit, da können wir noch nicht rein. Was haben wir denn hier? Was sehen wir denn hier? Alte Fraktur, also alter Bruch. Ein Schädeltrauma von der Kindheit. Aha. Hat es irgendwas für uns zu bedeuten? Mm-mm. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas, weil ich kann damit interagieren und das woanders hin tun. Ich denke mal, Skull Trauma from Childhood, das stimmt. Ne, das wurde so. Und Old Fracture. Ha. Huh. Oh. Fehlt uns vielleicht was? Weil das passt hier hin. Uns fehlt ein Röntgenbild, so wie ich das sehe. Finden wir das? Oh, Moment, hier. Hier steht's doch schon, oder? Dr. Andrews, wir haben die Röntgenbilder, die Sie angefordert haben. Es scheint, als wäre die Datei unvollständig. Eins der Bilder fehlte. Wir schicken es Ihnen, sobald wir es finden. Lassen Sie mich wissen, wenn wir noch etwas für Sie tun können. Moment, wenden wieder mal. Nichts. Aber hier ist das Röntgenbild. Vom Becken. Ja, Inventar bitte. Das. Hä? Das sieht jetzt aus, als würde es gar nicht passen. Ja. Das sieht aus, als würde es da oben hin passen. Ich denke schon, dass es gestimmt hat. Vielleicht fehlt ja noch ein Bild. Das passt doch perfekt. Vielleicht fehlt da unten noch ein Bild. Ich glaube, es fehlen dann also zwei Bilder, weil das da hinten muss stimmen. Ja, was soll man machen? Also, wir müssen ihn finden. Ich weiß nicht. Wir kommen da nicht weiter. Ich glaube, wir gehen mal runter. Ich glaube, wir gehen mal runter ins Erdgeschoss und versuchen mal in den Aufenthaltsraum der Ärzte zu kommen. Für den Code eben. Shit. Ich habe keine Ahnung mehr hier. Hier ist nichts. Scheiße. Sackgasse für uns. Unheimlich hier.
Könnt ihr mal kurz nach Maria gucken, wie es ihr geht. Die war doch hier. Ja, da ist sie. Cutscene sogar. Hey, was ist hier? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Any luck finding Laura? Not yet. Naja, gesehen haben wir sie schon. Up? I'll be okay. Just need a bit more rest. James. Thanks for checking up on me. It's very sweet of you. Yeah. Get some rest. I'll be back soon. Die haben schon ein komisches Verhältnis, die zwei, oder? So, gehen wir mal wieder in die Eingangshalle. Wird hier etwas sein? Oh, die Tür ist offen. Die war nicht offen. Die war nicht offen. Ist hier was? Hier ist was, aber es ist draußen. Oh! Wow, da ist es! Diese Versteckhunde! Wir springen! Okay, ich bin vorbei. Und jetzt aber erstmal hier. Und jetzt, ha? Und zack. Und zack. Und zack, bumm. Gott sei Dank. Boah, ich dachte, es wäre draußen. Oh, wir haben wieder ein Bild gefunden. Was. At least she was there. Oh oh, hier ist was. Hier ist es gleich in der Nähe. Was zum Teufel ist es? Draußen? Shit, das ist hier direkt. Komm endlich rein, Mensch. Drin ist es viel gemütlicher als da draußen. Hier ist was. Ja, damit. Ah, ich finde es so dumm, dass das Ding jetzt da ist. Wo ist es? Das sind zwei. Ich glaube, jetzt hau ich dir mal einen Schuss rein hier. Komm mal her da. Kein Bock mehr langsam. Okay, die haut's halt richtig um. Das ist geil. Blöden. Also gut. Jetzt da durch. Die Umkleide, glaube ich, können wir nicht rein. Oder? Nein. Aber jetzt können wir hier durch. Okay, gut. Okay. Oh oh. Schon sind sie da. Oh shit. Von beiden Seiten. Dabei wollte ich mich in eine Ecke stellen, damit ich safe bin, aber. Ja klar, schieß gegen das Ding hier oder was? Komm mal durch da. Hey, hallo? Das war gut. Sie kommt. Haben wir sie, glaube ich. Für eine Millisekunde hatte ich Mitleid mit ihr. Okay, gut. Damit hätten wir den ersten Bereich hier gesehen. Oh, hier ist auch was. Wer oder was ist hier? Ich hoffe, es ist keine Schwester. Zum Teufel. Es ist eine Schwester. Boah, die hat durchgezogen. Okay, wie aber jetzt auch. Alright. Ich muss ja auch ein bisschen Munition sparen. Oh.
Willst du mich verarschen? In letzter Zeit sind da keine mehr drin. Vielleicht, weil wir zu viele haben? Ist das Spiel so intelligent? Dann sollten wir eins benutzen. Ich will gar nicht in die Richtung. Also, das ist ja Quatsch. Ich könnte jetzt in die Apotheke rübergehen. Aber ich will doch eigentlich eher ins Aufenthaltszimmer. Moment, wir gehen da jetzt mal zurück erstmal. Bevor wir hier weitergehen. Hier ist irgendwo was. Hier ist auf jeden Fall was. Hier drin vielleicht? Das ist auf jeden Fall der Aufenthaltsraum. Vielleicht finden wir was über den Code raus. Dieser Fall weist eine beunruhigende Ähnlichkeit mit der Situation auf, die sich vor ein paar Jahren in unseren Einrichtungen ereignet hat. Damals wurde der Patient auf richterliche Anordnung, aber mit dem Einverständnis seiner Familie eingewiesen. In den ersten Wochen schien sich sein Zustand zu verbessern. Die verabreichten Medikamente kombiniert mit Einzelsitzungen bei einer Psychologen- und Kunsttherapie halfen ihm bei seiner Antriebslosigkeit, seiner Anhedonie, ich weiß nicht, was das ist, und seinem sozialen Rückzug. Es gab keinen Grund zur Beunruhigung. Wir wussten nicht einmal, dass etwas mit ihm nicht stimmte, bis der Nachtwächter den Verlust eines Schlüssels meldete. Als wir ihn fanden, war es schon zu spät. Hat er sich umgebracht? Vielleicht. Die Ärzte hier in der Küche haben sie Pistole gelagert. Ich glaube, ich bin... Hinweis haben wir noch nicht gefunden. Vielleicht hier? Ah, okay, das ist es ja. Die Zahlen musst du nehmen. Das sind die vier Dinge. Alles klar. Steht noch irgendwas drauf? Nee, aber ich denke, das ist die Lösung. Ja, wir kommen nur langsam voran, weil wir hier was finden, dann dort was finden. Aber mein Gott, ist halt jetzt so. Ich hoffe, die Schwestern sind jetzt noch tot. Das fände ich jetzt richtig fies, wenn die zurückkämen. Hier ist was. Ja, was? Die kommt zurück? Was? Es geht ab? Kann ja wohl nicht sein. Bleib liegen. Boah, ich sag's noch, wo die kommt. Okay, der Aufzug geht nicht zu. Ich dachte kurz. Ich sage, ich würde in den Gliedmaßen abreißen. Fuck. Okay, wie war das nochmal? Also 3, 5, 7, 8 tippe ich jetzt mal, weil es war ja so... Zack, zack, zack. Tatsächlich, sehr gut. Okay. Was haben wir hier? Munition. Gut. What? Oh mein Gott, wie eklig. Oh mein Gott, wie eklig. Oh mein Gott, das ist für mich das Schlimmste. Spinnen, das geht, aber das hier... Oh nee, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das furchtbar. Oh mein Gott. Das Röntgenbild! Da ist es! Was ist jetzt los? I have ein bisschen Besorgnis. Es ist ja auch besorgniserregend. Was ist denn hier? Hier ist nur Schreiben. Shit, das ist echt beängstigend hier. Sie füttern mich mit Abfall und verwesenem Fleisch voller Maden, voller Sehnen. Sie zwingen mich, die Säfte zu schlucken. Rot und gelb fließen sie in meinen Hals hinunter. Ich huste und würge und übergebe mich, bis mir der Hals wehtut. Ein schmerzendes, pochendes rohes Fleisch. Ich würge alles hoch, aber ich schmecke es immer noch. Oh, was ist denn hier? Sie baden mich in Dreck und Blut und Pisse und Galle. Sie reiben meinen Körper sanft mit menschlichem Kot ein. Meine Haut juckt, sie pellt sich wie nasses Papier. Ich flehe sie an aufzuhören, aber sie hören nicht auf mich. Und dann sperren sie mich ein mit ihm. Er ist immer da. Jedes Mal kommt er näher und die Fäule kommt mit ihm. Sie dringt in mich ein. Sie wird zu mir. Das klingt richtig böse. Okay, kann ich hier aufmachen? Kann aufmachen. Ich weiß noch nicht, ob ich da durch möchte. Wo kommen wir da hin? Wir waren da hinten schon mal. Ich will nur nicht irgendwie in die Albtraumwelt kommen. Das ist das, was ich nicht will. Gehen wir hoch. Gehen wir jetzt mal zu den Röntgenbildern. Fuck, Alter. Wir müssen noch ein Stückchen weiter. Hier war's. Alrighty. Gehen wir da gleich. Okay, wir können es jetzt vielleicht vervollständigen. Ja, gib mir das schimmelige... Nee? Ist es dreckig? Müssen wir es das waschen? Was ist das Problem? Es ist schimmelig.
Also ich kann es nicht anhängen. Ich weiß nicht warum. Ich hätte gedacht, das funktioniert. Shit. Naja, wir können halt unten ins Erdgeschoss und uns in der Apotheke nochmal weiter umschauen. Ah, weil ich komme ja hier nicht weiter. Ich verstehe nicht, warum wir das Röntgenbild nicht anhängen können. Aber ich... Okay, dann probieren wir es unten halt jetzt weiter. Apotheke und der Bereich dort hinten mit der Vorratskammer. Okay. Du bleib liegen, ja? Wir haben keinen Stress, solange du liegen bleibst. Okay, hier waren wir noch nicht. Oh, shit. Oh, shit, man kann hier raus. In den Garten. Ich weiß nicht, ob wir das tun sollen. Ich schau mal, ob wir hier was tun können erstmal. Wow. Zwischenfall mit 0050. Er ist aus dem Schwimmbad in den Garten gerannt und hat sich dabei geschnitten. Gott sei Dank war ich noch hier. Er war völlig manisch und hat geschrien. Ich habe die Pflege gerufen, um ihn festzuhalten. Wir haben es gerade so geschafft, die Wunde zu nähen. Er ist jetzt sediert und wieder in seinem Zimmer. Problemfall 0050, hä? Das hier geht jetzt auf. Was? Können wir das jetzt benutzen hier? Nö, hier fehlt irgendwas. Irgendwas können wir hier tun. Aber nicht mit dem, was wir haben. Ich hab's jetzt geöffnet. Die Frage ist... Ja, Abfluss hat er gerade aufgeschrieben. Sollen wir in den Garten mal schauen? Mal gucken, oder? Oh, shit. Oh, shit, Gegner. Da hinten ist ein Gegner, hier ist ein Gegner. Das ging wohl nicht an Leben. Hilfst du mal? Alter, ist das ein wilder Fight, das ist gekommen. Jetzt habe ich's aber. Sehr gut, bleib liegen. Die Dinger bleiben auch häufig liegen. Die sind besser als die Schwester. Hier ist nochmal so ein Ding. Aber wir krabbeln jetzt erstmal hier rein. Oh mein Gott. Oh, ist das gemacht? Da war ich. Nix was, hä? Huh? Und ausweichen ist auch nicht so leicht, ja? Sehr gut. Also, wir sehen hier wieder eine Box. Ich glaube, ich heile mich. Weil dann ist ja auch was drin, oder? Tipp ich jetzt mal. Ja, wir kriegen eine Injektion. Vielleicht wäre sie auch so drin gewesen, aber mir egal jetzt. Hier ist noch eins. Mindestens eins von diesen Viechern. Wo bist du? Wo ist es? Ah, da hinten. Ist hier noch eins? Könnten noch ein paar sein, wenn wir Pech haben. Bin mir nicht sicher. Ah ja, da ist ein Krabbler. Ein Springer. Wenn man kaum sieht. Ich muss mich bewegen. Dann könnte sie mich auch nicht so leicht erwischen. Und zum Licht, wo ich was sehen kann. Fuck, ist das unangenehm. Wo ist das Ding? Da. Da ist es. Wir konnten es abwenden. Wir konnten es abwenden. Geil. Wenn du schnell drückst, macht es dir keinen Schaden. Okay, geil. Eins haben wir aber noch. Wo ist es denn? Alter, das ist so wild, man sieht es nicht. Ah, jetzt endlich liegen. Schaut euch den an. Steht hier einfach da, total witzig. Witzlos. Aber Gott sei Dank hat er sich nicht noch in den... Oder sie, oder was auch immer das ist, in den Kampf eingemischt. Okay, hier ist zu. Das ist eine Schublade mit Munition. Geil. Wer haben wir? Genug. Könnte ich auch mal wieder rumschießen. Wer weiß, was jetzt kommt im Schwimmbad. Oh, man. Das ist ein ekelhaftes Ding. Munition? Her damit.
Sehr gut. Boah. Nichts drin, weil wir so viel haben. Vielleicht stimmt's ja auch gar nicht. Oh. Die können wir schon mal aufmachen. Okay, das Schwimmbad ist jetzt offen. Ist hier was drin? Klar. Na klar. Blödes Ding. Jedes Mal. Das Ding versteckt sich hier ums Eck. Ne? Es ist ja eh dunkel. Macht gar keinen Mucks. Und das Radio schlägt auch nicht aus. Was ist denn das? Können wir das gebrauchen? Das wäre ein Katheter. Vielleicht für den Abfluss? Vielleicht schon. Schauen wir mal. Hier haben wir halt nur was gesehen. Moment, vielleicht damit? Ne, wir brauchen hier einen Schlüssel. Okay, wieder was gefunden, mit dem wir noch nicht wirklich was anfangen können. Es gibt so viele kleine Rätsel hier. Oh nee, sollen wir mal da reingehen? Vielleicht passiert irgendwas. Nee, können wir nicht. Ich bin ehrlich gesagt froh, aber ich hätte es trotzdem gemacht. Okay, was wissen wir jetzt? Schwimmbad, ist da etwas? Ja, gute Frage. Die Poolpumpe können wir nicht aktivieren. Shiromaru. Wir kommen die Zimmer S1 bis S6 auch nicht hin. Jedenfalls bis jetzt nicht. Okay, dann können wir an der Apotheke rausgehen und dort hinten den anderen Bereich angucken. Unfassbar! Hier ist noch einer. Noch etwas. Vielleicht hier drin. Die Schwester. Alter Schwede, no way! Okay. Jawohl. Ey, das ist so mies, ne? Und wenn du dich umschauen willst, verbrauchst du sehr viel Ressourcen. Fuck. Ah. Können wir jetzt hier was tun? Nee, können wir nicht. Okay, das ist nicht dafür gedacht. Keine Ahnung, irgendwas müssen wir da wohl rausholen. Jetzt können wir das öffnen. Hallo, öffnen. Dankeschön. Und hier ist gleich was, ne? Schwester, tipp ich mal. Claro, Schwester. Hallo, Schwester. Schwester. Hallo, Schwester. Schlagen Sie zu, Schwester. Immer wieder zuschlagen, Schwester. Holen Sie aus, schlagen Sie zu. Krass, nicht schlecht, nicht schlecht. Schwester, stark. Schau mal, wie sie rumglitscht. Fuck you! Was war denn das für ein Schrei? Aber jetzt ist alles okay. Geräusche, das ist echt schlimm. Hier sind wieder diese Krabbeleien. Vielleicht sind wir hier richtig. Ja, woher kommt dieses Geräusch? Fuck, ist das beunruhigend. Hier ist irgendwas. Das ist nicht weit weg. Hier ist eine Schwester. Schieß dir mal deinen fetten Hintern! Ich schmeiße. Komm endlich her da. Hey, Moment, was ist das? Mold Remover. Oh, das könnte für das Röntgenbild das Richtige sein. Du bist jetzt die Schwester. Da ist sie. Hallo, Zuki! Zuki! Einen gebe ich dir noch.
Ich hab gedrückt. Na egal, passt schon. Dann könnt ihr endlich mal richtig hochheilen. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Okay, hochgeheilt. Die Schwester ist erstmal weg. Was steht hier? Es sitzt in den Wänden tief im Inneren. Der Schimmelentferner vertreibt es für eine Weile. Ja, ja, das Ding. Aber dann taucht das Ding an genau derselben Stelle wieder auf. Wir müssen die Wand aufmachen. Sie einreißen, wenn es sein muss, ausrotten. Ja, ja. Okay, das heißt, Moment. Können wir jetzt ins Menü? Ja, wir können. Okay, das ist sehr gut. Wir haben das Bild endlich. Puh, ganz schön umständlich, das Röntgenbild. Muss erst mit dem Schimmelentferner hier behandelt werden. Hier ist nochmal eine Schwester. Ich höre es doch schon wieder. Fuck it, Mann. Wo bist du? Da hinten. Lass dich alleine. Ah. So, wo ist die Schwester jetzt? Hier. Hier kommt sie. Nur ein Schlag. Dann lassen wir sie wieder kommen. Wobei, sie schafft es irgendwie nicht. Geil. Und, oh, wurde er wieder weg. Sie bleibt da hängen. Okay, ich nutze das jetzt aus. Gnadenlos. Oh, ich kann es auch nicht ausnutzen, weil ich bin auch lost. Aber sie bleibt ja komplett hängen. Okay, ich mach's besser. Nein, nein, nein. Komm, noch ein Schlag. So kenne ich dich doch. Das gibt's nicht. Schaut euch das an. Ich habe ihr 2 oder 3 Schüsse gegeben. Boah, ist das, das ist so random. Aber man kann ja seine Wut über diese Mechanik schön an diesen Leichen auslassen. Das finde ich wenigstens herrlich. Wir haben nicht viel Munition verloren, nicht viel gewonnen. Das ist immer spooky, so ein Fernseher. Wir können ja nicht viel tun bei dem. Wo sind wir? In der Cafeteria. Da ist noch ein Lager und eine Toilette, was wir nicht überprüft haben auf der einen Seite. Und noch ein Zimmer. Aber dann sind wir durch. Ich kann hier aufmachen. Hier ist eine Toilette mit einer Schrotmunition. 2 gar. Das heißt, wir haben 14 Schuss. Geil. Und hier ist noch ein Zimmer. Und das geht auch nicht auf. Das heißt, wir sind hier durch. Das heißt, wir gehen hoch. Jetzt direkt. Und schauen mal, dass wir das Röntgenrätsel jetzt mal beenden können. So. Okay. Aber jetzt bitte. Inventar. Okay, ich will das ja auch gleich. Also. Ah, okay, wir müssen es drehen. So, ne? So. 4-7-7-1-2. Oder 4-7-7-12. Ja, das ist es wohl. 4-7-7-12. Kommen wir hier unbeschadet hin? Anscheinend. Also. 4. 4. Ja, es kann nicht 77 sein. Das Ding hat doch gar nicht so viel. War das dann 22? Oh mein Gott. Ich probiere es jetzt erstmal so, dann schauen wir nochmal in unsere Unterlagen. Oh Gott, ich habe es eh falsch gemacht. Nee, hier steht es besser. 4-37-12. Das heißt, wir 4 nach rechts, dann auf 37. Okay, alles klar. 1, 2, 3, 4. Hier haben wir 37 und da jetzt 12. Ja, okay, gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Hat's ihn auch noch. Nicht mehr viel übrig, aber da ist das Band, was wir suchen. Okay, we got it. Okay, was jetzt?
Gehen wir erstmal zurück zu unserem Hauptraum. Es hat so lange gedauert, jetzt dieses zweite Band zu finden. Wer hätte das gedacht? Okay. Hier sind wir wieder. Ja, dann. Gut, fehlt nur noch eins. Ich speichere mal kurz. Okay, dann müssen wir wieder überlegen, wie es jetzt weitergeht. Also, hier waren wir überall. Handtresor können wir beides nicht machen. Es gibt da etwas mit dem Schwimmbad, was wir noch nicht geklärt haben. Der Abfluss und die Poolpumpe. Das ist nicht geklärt. Allerdings, was könnten wir da tun? Und da oben im dritten Stock. Der Hydrotherapieraum haben wir auch, glaube ich, keinen Zugang, oder? Haben wir Schlüssel? Ach, das kann man kombinieren. Ich habe es einfach probiert. Ach, damit können wir zur Abpumpe und dann das Zeug rausholen. Dann ist klar, wo wir hin müssen. Okay. Geht das jetzt? Das ist es. Geil. Aha, einen Schlüssel haben wir rausgezogen. Wer hätte das gedacht? Das ist der Wartungsschlüssel für den Pool. Okay, das bedeutet, wir gehen zum Pool jetzt, oder? Hoffe ich mal. Okay. Keine Gegner soweit, wir haben alle erledigt. Komm. Und jetzt abpumpen, oder? Jo. Und nun gehen wir rein. Scheiße. Wir wissen alle, was passieren wird. Wie viel sind's denn? Drei Stück. Ja, ist klar, was passieren wird, oder? Wenn wir das Ding jetzt rausziehen. Wir ziehen es aber nicht raus. Hier ist das Band. Wir haben schon das letzte. Jetzt müssen wir abzuschneiden. Die wachen bestimmt gleich auf. Ich warte doch jetzt nicht, bis die aufwachen. Ich hau einfach ab. Tschüss. Wäre ich ja wahnsinnig. Da wir diesen Weg so oft gelaufen sind, kann ich ihn auswendig. Fuck, wir sind fast da. Ah, fuck. Okay, das zweite Band hat sehr lange gedauert, aber wir haben beim zweiten Band ja schon so viel Vorbereitung für das letzte Band geholt, dass wir jetzt endlich das holen können. Komm, gib's frei jetzt. Drehen? Ach, wir müssen es auch noch richtig hindrehen, oder was? Okay, was müssen wir denn schaffen? Oder soll ich jetzt einfach nur wild rumprobieren? Ich weiß es halt nicht. Hier gibt es auch noch so Zeichnungen auf diesen Dingern. Sollen wir auf die Zeichnungen achten? Auf was soll ich achten? Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier kann man lange hängen. Was ist denn das jetzt? Ach, scheiße. Man kann sie auch noch... Oh, scheiße. Wir brauchen einen Hinweis. Ich komme nie so weiter. Oder haben wir ihn vielleicht schon? Moment. Ach, komm, ey. Wo soll ich denn jetzt wissen, wie ich jetzt das anzu... Oh mein Gott. Irgendein Hinweis muss es doch geben. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es ist doch Quatsch, dass ich jetzt hier rumprobiere, kann doch nicht richtig sein. Moment, das erste stimmt aber so, sehe ich gerade. Weil schaut mal, die Kratzer, die... Ah, man kann es so schaffen. Okay, wartet mal. Dann kriege ich das hin.
Nee, war auch nicht richtig. Aber das erste ist, glaube ich, schon richtig, weil die Kratzer stimmen 1 zu 1. Okay, dann habe ich nur noch 2 Möglichkeiten. Einfach gelöst. Okay, geil. Wie geil. Oh mein Gott, ich dachte, ich löse das nie, ey. Aber ey, wo war der Hinweis dazu? Ich check's nicht. Bin einfach nur froh, dass ich den ersten erkannt habe. Und so ging's dann. Okay, Leute, speichern wir. Okay, wir machen schon nochmal kurz auf, ne? Wir wollen wissen, was hier ist. Ein Buch. Ah, der Tresorknopf. Was haben wir hier? Ach du Scheiß. Okay, wir müssen hier ein Bild machen, offensichtlich. Ne, da muss der Löwe ganz rüber, ne? Claro. Vielleicht so? Irgendwas hat sich gerade getan. Ist das die Reihenfolge, die wir brauchen? Vielleicht sollte ich mir das aufschreiben. Oder vielleicht hat er das ja schon gemacht. Er hat gerade notiert, oder nicht? Ja, er hat's notiert. Ja, wir müssen diese Kombination hier machen. Ich hab's aber nicht im Kopf. Moment, aber er bleibt dabei. Ich kann jetzt einfach nachschauen. Dann kommt eben dieses Zeichen und dann dieses Zeichen. Ich meine, irgendwie haben wir zu viele Symbole, oder? Kann das dann überhaupt dann stimmen? Ich weiß es nicht. Vielleicht dann die mittleren? Wie sind's denn? Es sind 6 Symbole. Ich nehme mal... Ja, das gibt alles gar keinen Sinn. Oder die letzten. Weil wir noch diesen einen geholt haben. Hier. Das ist Mond, da ist Mond. Und da ist das Ding. Nö, war es auch nicht. Es sind 9 Symbole. Wir haben aber nur 6. Nicht klar jetzt hier, was los ist. Was haben diese Zahlen überhaupt zu bedeuten? Das ist irgendwie, ich check's nicht. Haben wir irgendeinen Hinweis oder was sehe ich nicht? Irgendwas sehe ich nicht. Tja. Ich weiß es nicht. Moment. Ich habe eine Idee vielleicht. Hey, Moment. Das ist krass. Vielleicht stimmt es ja. Wir sehen hier 92, 45, 71. Das sind 6. Moment, sind das die 6 Symbole vielleicht? Das wäre ziemlich verrückt. Ich probier's mal. Vielleicht ist das die Lösung. Würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Ist ziemlich abgefahren, aber es ist irgendwo auch logisch. Weil hier sind die Nummern. Und da drüben sind Nummern auf jedes einzelne Symbol zugeordnet. Das könnte schon stimmen. Und das Symbol ist auch dabei. Ja, ich probiere es einfach. Scheiß drauf. So, wir machen das hier. Das hier. Dann. Das hier. Und dann. Das hier. Dann. Yes, Alter. Wie krass. Rooftop. Alrighty, wir haben es gelöst. Aber wir müssen jetzt zum Ende kommen, Leute. Wir haben wenigstens das geschafft. Ich bin froh. Vielleicht können wir auch das nächste Mal das Krankenhaus vielleicht in dieser Welt verlassen. Ich glaube, die andere Welt hat uns noch nicht losgelassen. Da müssen wir auch noch durch, denke ich. Ich speichere jetzt mal ab. Okay, Leute, und dann gehen wir das nächste Mal hoch zum Rooftop. Wir haben es geschafft, wir haben es gelöst. Wie krass war das? Waren echt komplexe Rätsel. Viel rumgelaufen, viel Kämpfe gegen Schwestern. Okay, Leute, das war's mit dieser Folge von Silent Hill. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns natürlich das nächste Mal wieder. Euch eine gute Zeit, bis dann. Peace out.